So Leute, ich grüße euch zu diesem Video und ich habe vor 2 Monaten ja schon darüber berichtet, dass die Straßenverkehrsordnung einige Änderungspunkte soweit durch den Bundesrat beschlossen hat. Und das Ganze wird jetzt beim großen C hier quasi so ein bisschen unterm Radar durchgeschoben. Und das Ganze wird nämlich schon zum 28. April kommen. Und welche Änderungen das genau sind, darauf gehen wir jetzt ein. Die wichtigste und größte Änderung, wie ich finde, ist, dass Fahrverbote künftig schon ab 21 km/h gelten im Bereich innerorts. Denn so sieht es aus, wenn man 21 km/h zu viel fährt innerorts, dann bekommt man einen Monat Fahrverbot inklusive einem Punkt. Das war ja vorher bekanntlich anders. Und des Weiteren, wenn man 16 km/h zu viel fährt, bekommt man auch schon bereits einen Punkt. Was ich wirklich jetzt ganz, ganz, ganz gravierend finde und auch nicht sinnvoll erachte, habe ich ja schon häufiger Beispiele für genannt, wo das nicht unbedingt so sinnvoll ist, dass man vor einer Schule, vor einem Kindergarten und so weiter, Zone 30, natürlich nicht zu schnell fahren soll, keine 5 km/h drüber. Ganz klare Aussage dazu. Gibt genug andere Beispiele, wo aber man ein paar Kammer mehr fahren kann, ohne dass es so direkt mit einem Punkt enden muss. Weil der wichtige Punkt beim Punkt ist nämlich, ihr dürft quasi nur noch 7 Punkte haben, denn sobald ihr 8 Punkte habt, müsst ihr den Lappen ja schon abgeben. Das ist ja auch damals unter Ramsauer noch geändert worden, dem ehemaligen Verkehrsminister, und stellt schon eine ganz, ganz deutliche Tendenz dazu dar, dass das Autofahren meiner persönlichen Meinung nach deutlich unattraktiver gestaltet werden soll und man wirklich viel schneller diese Punkte kassiert, viel mehr Geld bezahlen muss und viel schneller einfach ohne Auto bzw. Führerschein dasteht. So, weiterhin auch eine ganz interessante Sache für Automobilfreunde wie mich, einer es ist. So ist es nämlich jetzt hier auch unnötige Lärm- und Abgasbelästigung. Sogenanntes Autoposing wird teurer. Künftig können bis zu 100 € statt 20 € fällig werden. Und da ist immer die Frage, wer definiert und wer entscheidet das Ganze denn? Wann ist das denn eine Abgasbelästigung, weil ich sinnfrei durch die Gegend fahre? Wann ist das sinnfrei? Wer entscheidet das? Und eine unnötige Lärmbelästigung heißt, ich fahre meinen AMG, den ich vorher hatte, bevor ich meinen Fünfer bekommen habe, mit offener Klappe durch die Stadt. Und kann theoretisch, wenn der Polizist das so auslegt, das als Lärmbelästigung bewerten und muss bezahlen. Und es ist schon sehr, sehr krass, was hier gerade abgeht. Verbot von Blitzer-Apps, das gab es eigentlich ja auch schon, wird aber jetzt nochmal ausdrücklich soweit festgelegt. Und die dürfen während der Fahrt nicht verwendet werden. Ne? Also da auch nochmal ein ganz klarer Hinweis von meiner Seite aus. Weiterhin Sicherheit für Radfahrer. Und bisher müssen Autofahrer beim Überholen von Radfahrern ausreichenden, hieß es nämlich in der Definition in der SFVO, Abstand halten. Mittlerweile ist das jetzt festgelegt auf oder zum 28. April dann auf 1,50 m exakt. Ganz wichtiger Punkt, denn bauartbedingt durch viele Straßen ist es ja gar nicht möglich, jetzt mehr als 1 m oder so Abstand zu halten. Also da auf jeden Fall höllisch aufpassen, sonst geht das ganz schnell nach hinten los. Auch noch interessant, Rettungsgasse, und da muss ich ganz klar sagen, das ist richtig, das ist gut so, wenn eine Rettungsgasse blockiert oder gar selbst befährt. Der zahlt nämlich 200 bis 230 €. Dazu gibt es noch einen Monat Führerscheinentzug und 2 Punkte in Flensburg. Und da sage ich ganz klar, der hat eigentlich gar nichts auf der Straße verloren. Also wer in einer Rettungsgasse irgendwie rückwärts zurückfährt oder so, da hört sie jegliche Diskussion auf, ganz einfach. Und Rettungsgasse muss gebildet werden. An dieser Stelle nochmal der Hinweis dazu. Auch steigen die Bußgelder für Falschparken. Und das ist auch wiederum sehr interessant, besonders dann, wenn man dafür gegebenenfalls auch einen Punkt kassiert. Ne? Denkt immer dran, 7 Punkte darf ich maximal haben. Beim achten ist der Lappen weg. Und die verfallen ja auch nicht mehr so schnell wie noch früher. Das hat sich ja auch schon vor Jahren geändert. So sieht es hier zum Beispiel aus. Bußgeld für das Parken in zweiter Reihe sowie auf Geh- und Radwegen steigen von 15 auf bis zu 100 €. Heißt ganz genau, Parken an unübersichtlichen Stellen beispielsweise kostet jetzt 35 €. Parken auf Schwerbehindertenparkplätzen kostet 55 €. Das finde ich aber auch gut so. Die haben ja einen Sinn, diese Parkplätze. Unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für E-Autos wird jetzt mittlerweile auch bestraft mit 55 €. Und länger als eine Stunde auf einem Geh- oder Radweg parken, kann es sogar einen Punkt geben. Das ist das, was ich gerade meinte. Leute, es geht in eine ganz, ganz interessante Richtung. Schreibt eure Meinung unten dazu in die Kommentare gerne rein. Teilt das Video und bis zum nächsten. Ciao.